So, Leute, wir gucken mal, vielleicht ist es die. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Suchen, aber irgendwie finde ich die Person da nicht. Lieutenant Train Zhang, Rangers. I've brought a message from Angela Death. Ach so, die überbringt eine Nachricht. Ah, toll. Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit nicht gefunden habe. Okay. Ja, ich wollte euch das ersparen, die Sucherei. Es war wirklich nervig. Yep. I bet we just miss each other back home. My husband Jason and I left California with Colonel Death when she returned to AZ. Jason opened his gun shop at HQ and I signed on. Then Angela picked me for the Colorado Advance Team and I've been here ever since. Missing Jason like crazy, but that's the life of a Ranger, right? My real name is Connie. But my husband always calls me Choo Choo Train, 'cause my maiden name was Choo. Somehow, the other guys in my unit found out about this, and now everybody calls me Train. I'm getting used to it. Colonel Death has info for you that's too sensitive for the airwaves. She wants a face-to-face. Sent me to arrange it. Colonel Death will give you the details, but Liberty Buchanan is getting ready to make her move on her father. And the army she's assembled, well, let's just say they're probably not going to be very worried about collateral damage. The Colonel has intel that will help you stop Liberty before she pulls the trigger. She doesn't have much reason to trust you, does she? Despite her showing you the Patriarch's bad side, you're still following his orders. She's not going to put her head in the lion's mouth. If you want to meet her, it'll have to be on neutral ground. The House of the Hoon family. Just your squad. Nobody else. Will you come? You're probably not going to take her word as a ranger at this point. But think about it. You both want to stop Liberty Buchanan from starting her coup, right? Well, Angie wants to help you do that. So, she's got no reason to kill you. And if that's not good enough, how about I offer myself as a hostage? I'll stay here at your base until you hear her out. If anything happens to you, you can have your crew shoot me down. What do you say? Thanks, Rangers. I'll be here until you get back. Team November, we've got trouble. Scar collectors are attacking the perimeter at multiple points. We're coordinating the defense now, but we need all hands on deck. Okay. Okay, wir haben Ärger. So, jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. Das ist einiges passiert. Also. Hier. Ja gut, da will einer Stress. Rangers, come out and play! Liberty says, thanks for dealing with her brothers. Now, deal with this. Let's party! Warum nicht? Coming in from their side. Laser focused. I look down on you.
genau das Fahrzeug. Ja, ich habe eine gute Verteidigung. Das ist schon mal. Da wird er nicht viel Freude haben. Kann ich mein Fahrzeug eigentlich aufholen? Jetzt kill ihn. Meine Tiere gehen die Offensive. Ah, toll. Ja, haut nur ab. Das sehe ich schon, den Klon kann ich nachher wieder machen. Alter, ach, macht die Katze Damage. Ey, die Ziege ist aber auch nicht ohne. So. Ja, nice. Mein Fahrzeug kann ich auch benutzen. Wie geil ist das denn? Ja, schön. Sechs AP kostet die Waffe. Außer Reichweite, ne? Ja, machen wir hier Verteidigung mit ihm. So, Scharfschütze. Wir könnten das machen. Jetzt könnten wir doch mal gucken, was das Ding hier wirklich so drauf hat. Nein, du hast... ich hab das Ding nicht geladen. Ja gut, okay. Das ist gut. Ein Pech jetzt. Außer Reichweite. War eh außer Reichweite, okay. Bis hierhin sollte es klappen, hoffe ich. Nee, das Ding hat einfach keine Reichweite. Ja, das ist halt für ein Chargesengefähr beschissen. Ja, das Ding braucht Reichweite, weil vorher wird das hier nicht gerade viel Freude bringen. Gut, lass uns gucken. Wir gehen trotzdem noch das Fahrzeug. Jetzt sag mir nicht, du hast das Fahrzeug gerade geschrottet. Puh, du Scheiße. Ich sag dir, der Scharfschütze ist einfach übel. Der ist einfach übel. Hierhin. So, hierhin. Ja, also ich brauche auf jeden Fall Waffenmod für Reichweite. Das da ist echt katastrophal. Bei vielen Waffen.
Die sind echt gut, aber da fehlt die Reichweite. Okay, Lucy. Lucy. Hier hin. Ja, ich würde sagen, du nimmst das einfach mit, oder? Obwohl. Ne, geh mal in Hinterhalt. Okay, das sieht echt nach so einem Selbstmörderkommando aus hier. Die haben üble Waffen. Also es ist halt so krass. Wenn so eine Waffe dich halt echt mal trifft, ein, zwei Treffer und du bist echt down. Kannst du eine Panzerung haben, wie du willst. Wahnsinn. Die kriegen da schon fast allein ohne mich hin. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute, starke Basis. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Zack. Krass, das Ding geht da hoch und holt den sich da oben. Okay, Scharfschütze. Außer Reichweite, ja, das war zu erwarten. 6, 7. %, ja. Nein. Mist. Ja, ins Feuer will ich hier nicht jumpen. Gehen wir erstmal hier hin. Aber auch eigentlich nicht viel zu machen, weil das machen die eigentlich hier schon ganz gut selbst, außer Reichweite, ganz knapp außer Reichweite. Nee, nimm's einfach mit und dann gucken wir mal. Ich wäre Infanterie. Der soll einfach hier die Position halten. Nicht dein Ernst, außer Reichweite? Ja, die Pistole ist gut, aber ohne Reichweite bringt die mir gar nichts. Weil wenn ich die jetzt mal hole. Ich muss das mal gerade mir angucken. Was hast du für eine Reichweite? 16? Ja, ich brauche für diese Pistole brauche ich einfach
6er Reichweite. Das wird nicht anders da laufen sonst. Pistole ist gut, aber ich kann halt mit der nichts machen. Naja, dann kommt das noch hinzu. Da lebt noch so halb einer oder irgendwie da hinten, ne? Könnte sein. Ja, wir gehen hier in Deckung einfach und nehmen's mit. Ich brauch da jetzt nicht. Ich krieg das alleine hin. Fahrzeug. Zack. Ja, in der nächsten Runde ist der eh erledigt. Dann würde ich sagen, ja, nehmt's mit, falls wir's brauchen, aber. Die Verteidigung, die macht das hier alleine. Er hat noch, ich schaff zwei Stück, drei Stück. Ah, die machen die jetzt kalt. Zack. Der sieht nicht mehr die Sonne, das ist schon mal jetzt ganz klar. Gott. Der kriegt von allen Seiten, ne? Dass der noch lebt, ist ein Wunder. Ja, das war's. Da oben ist noch einer, ne? Ja. Gut, die haben es überlebt noch, aber hey. Das war's. Ja. Aber ich musste da eigentlich so gut wie nichts machen. Muss man ganz klar sagen. Das ist. So, gucken wir mal, was die haben. Bestimmt ein paar nette Waffen. Auf jeden Fall Medikits schon mal gut. Gott, die haben gar nichts. Ernsthaft? Haben echt gar nichts. Okay, ja, ist in Ordnung. Gut, ja, aber wie gesagt, da muss ich ja nichts machen. Das haben die ja schon. Das hat die Basisverteidigung schon perfekt hingekriegt. So, das hier. Also das hier ist das nächste auf jeden Fall, ne? Ja. Auf den Hof der Homs. So. Was sagt denn die Zeit? Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir auf den Hof der Homs. Die Lichter im Auto flackern, aber als ihr euch nähert und blusieren wollt, sanft. Jetzt haben wir ein Fahrzeug, das wo labert. Das ist halt auch. So, gucken wir mal, Holmes, wo der Hof ist. Machen wir das noch. So, Weltkarte. Ach, stimmt, das war das hier. Ja, gut, dann ab zum Hof der Homs. Da hatten wir ja ganz am Anfang hatten wir da ja was. Was haben wir denn hier Schönes? Ein großer Hartplastikkoffer liegt auf einem Müllhaufen. Er ist verschlossen. Besser knacken. Mhm.
der Homs. So. Let's go. Tja, jetzt bin ich echt gespannt, was uns hier erwartet, ne? So, mal gucken, alle Tiere sind noch am Leben. Ja. Oh, bei dem ist hier gestiegen. Mhm, sehr schön. Warum kommt ihr jetzt hier nicht hin? Manchmal hat das Ding einfach einen kleinen Macken, ne? Bin ich hier richtig? Ja, irgendwie kommt mir das nicht gerade so vor. Hof der Homs. Colonel Death will be along just as soon as I make sure you're all here. And you haven't brought along any unexpected guests. Can't be too careful these days, right? Glad we have an understanding. Well, looks like everyone's here who's supposed to be here, so I'll give her a ring. One sec. All clear. Come ahead. Hey now, cowboys. Face to face at last. And just as handsome as I thought you'd be. These folks are alive today because you chose to help them, even though it meant going against the Patriarch's orders. To my mind, that's the Ranger way. Helping the helpless ahead of the powerful. Just something to keep in mind as you hear me out. Thank you, I will. Now what with you not taking Saul's sons out like I asked, I'm guessing we've got different ideas about how things in Colorado should play out. But I'm still hoping you'll come around, November. So here's the deal. As my friends and I see it, two things gotta happen to save the people of Colorado from tyranny and slaughter. First, Liberty and the gang she's gathered out east have to be eliminated. And second, shit! Scar collectors. Well, well, speak of the devil and her minions shall appear. Looks like Liberty overheard our rendezvous call. Guess we'll have to deal with this before we continue. I am protected! Ja, und da war er da besuchen, hat man sowas auch. Na, komm mal raus. Bring
wir erstmal in Position. So, 4 AP, das können wir eigentlich... Naja, wir gehen hier hin. Du gehst dann schon mal in den Verteidigungsmodus. So, du... kommst hier hin. Bring die erstmal in Position. Ja, scheiße, aber das sind meine Tiere. Das ist eine scheiß Idee. Hm, wir könnten das machen. Bye bye. Ja, der Typ da gefällt mir nicht. Lucy. Der da oben hat gerade andere Probleme. Deswegen kümmern wir uns um den da. Oh, die hat ihn fast gekillt. Nicht genügend. Ja. Okay. Scharfschütze. Okay, nimm's mit. Und du? Nutz den da. Und das Fahrzeug ist nicht dabei, sehe ich gerade. Fällt mir gerade auf, ja. These shitters need to die. Can't get me now, fucker. Boah, geht auf meine Tiere. Was zum Geier? Ach du Scheiße. Oh, der Scharfschütze hat ja gerade eine abgekriegt. Was zum... Was ist das? Der hat mich geheilt. Wie geil ist denn das bitte? Ja, das war kurz und schmerzlos, wie man so schön sagt. Sehr schön, der ist weg. Wir müssen uns jetzt um diese üblen Typis da hinten kümmern, ey. Also diese Waffe ist ja richtig. Boah. Komm, komm, Kinder. Noch einmal. Na gut. Ziege. Ey, die gefällt mir echt mittlerweile. Also wenn ich das Ding tausche, dann nur gegen einen richtig fetten Bär. So, Scharfschütze. Auf was als erstes wir gehen? Ja, auf den da.
Als nächstes holen wir uns den da. Ja, der Scharfschütze macht das jetzt hier im Alleingang. Aber es ist ja richtig geil, der hat gerade meinen Scharfschützen gehört. Wie cool. As my friends and I see it, two things gotta happen to save the people of Colorado from tyranny and slaughter. First, Liberty and the gang she's gathered out east have to be eliminated. Second, and you're gonna love this, the patriarch's gotta go too. Hard choices. You mean like choosing to let his marshals shake down folks in the street? Or choosing to let petty criminals freeze to death in his pillories? You know he didn't win that war with the Plains gangs, right? No, he made deals with them. Sends them weapons and supplies as long as they raid settlements outside Colorado. Ain't that neighborly? Sorry, just riles me up. What we want is to get rid of the Buchanans altogether, with us helping to mitigate the chaos that comes after, and give Colorado a chance to live under some honest-to-God rule of law for a change. And for that, we need your help. Oh, thanks for hearing me out. Let's talk about Liberty first. I've got to hand it to her. Daddy's little girl has done the impossible. She's united the boldest and baddest warlords of the Eastern Plains, and she's getting ready to lead them into Colorado. When she does, well... well, that'll be the end of this place. Every man, woman, and child from here to the Rockies will be killed, enslaved, or taken as a sacrifice, and their houses and towns burned to the ground. None of us want that, right? Glad to hear it. So here's the plan. Originally, we hoped you'd help Cordite take control of the gangs again, so he could lead them all off to Kansas and his blood-soaked destiny. But since you dumb sons of bitches couldn't keep the man around, that's not on the table. I'm guessing our plan B is a lot like the Patriarch's plan A, with one minor difference. Daddy'll want you to go to Liberty's camp, get her warlords to kill each other, then bring her home for a stern talking to. We want all that too, except the part about bringing Liberty home. As far as we're concerned, you can put a little dirt over her and leave her there. Now, I'm guessing y'all have some questions.